Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone. Ja, hey. Letzten Runden hatten wir es bis zu 4-0 geschafft und wir hoffen einfach mal, dass wir weiterhin so erfolgreich sein werden. Ja, ne, ganz genau. Ganz genau, Lars. Ganz genau. Heute ganz werden wir nämlich die nächsten 20 Minuten damit füllen, wieder nur das absolute Desaster und Chaos zu verbreiten. Wir werden die Leute in Grund und Boden stürzen. Robin ist leider jetzt aktuell nicht dabei, aber in der nächsten Runde wird er vielleicht wieder dabei sein. Ne? Schöne Grüße genau, an dich, Robin. Es tut uns leid, dass du gerade verhindert bist, aber naja, wie dem auch sei. Gut, ja, dann würde ich einfach sagen, du suchst jetzt einfach mal einen Gegner in der Gegner Arena. Wird bereits gesucht. Hervorragend. 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 So, eines meiner Lieblingssprüche, ne? Hervorragend. Alles mal positiv sehen. Oh, mir fällt geradezu ein. Ich habe leider noch nicht. Oh, ich muss mal ganz kurz hier. Ja, ganz genau. Ich habe das hier leider verpeilt gerade. Das ist Arena-Deck. Okay, ich mach schon mal den Anfang ohne dich. Was war denn das mal? Das war die. Mist, ey. Das passiert, wenn man nicht genug vorbereitet ist. Lars Arena. Was hast du denn jetzt hier? Du hast das Socrus. Warte mal ganz kurz. Socrus sag ich hier. Mage. Jetzt ruft hier auch noch jemand an. Das kann alles nicht wahr sein. Was ist denn das jetzt hier für eine verkackte Aufnahme? So ein Mist aber auch. Ach, jetzt will ich das Spiel hier nicht mal mehr. Oh, das ist ein ganz, ganz schlechter Start. Ich glaube, es handelt sich um das Deck hier. Was wir jetzt hier sehen. Das war's. Das ist es. Genau. Ja, der liebe Lars ist jetzt gerade anscheinend am Telefonieren. Ja, natürlich immer in den passendsten Momenten. Da wird er gerade angerufen. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir es noch rechtzeitig schaffen. Aber jetzt schütten wir leider etwas Zeit erstmal. Was soll ich nur tun? Ja, was soll man nur tun, Lau? Da. Ja, vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, wer jetzt gerade erst dazu einschaltet und unseren komischen Start jetzt hier gerade mitbekommt und sich fragt, was ist das jetzt hier gerade für eine Leiste? Das ist die Leiste für den Deck-Tracker. Hier habt ihr die Möglichkeit zu sehen, welche Karten bereits in eurem Deck sind, welche Karten ihr ausgespielt habt und welche noch auf euch zukommen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann dazu gibt es einen Link in der Beschreibung und ein jeweiliges dann Tutorial. So, der Kollege Lars, der spielt hier anscheinend schon fleißig. Also, was heißt fleißig? Wahrscheinlich ist er noch am Telefonieren und versucht nebenbei noch irgendwas zu reißen. Ja, ich würde sagen, der ist doch in Ordnung. Was soll ich nur tun? Vielleicht. Nimm den Splitter. Rechts. Ich frage mich, da ist er wieder. Ja, die Omi hat mich angerufen. Die liebe Omi hier. Sie sagt, es geht das gut und deswegen wünsche mir viel Spaß in der Hearthstone, ja? Hast du ihr gerade mitgeteilt, ja? Umso mehr Rocken. Ja. Mit dem Splitter. Ein erbarmungsloser Kampf hier. Oh. Ja, okay. Umgelaufen. Denn. Ich würde vorschlagen, wir machen den Wolf kaputt, na? Denn deiner überlebt dein Mana-Wurm und Heldenfähigkeit. Dann hat der andere nämlich auch nur noch 2-1 und würde sowieso gegen uns verlieren. Gegen unseren Minion. Ich glaube, du hast nicht ganz nachgedacht. Das mag sein. Denn welchen Vorschlag hast du denn? Nur 2 Schaden diese Runde austeilen und nicht 3. Du sollst ja auch den Wolf attackieren. Mit unserem Mana-Würm und unserer Heldenfähigkeit.
Aber dann lebt er zwei Anna ja noch. Ja, richtig, wir werden sowieso nicht beide besiegt bekommen. Wir könnten auch natürlich, ja, du machst den Feuerball auf den. Auf den komischen Gnomen, ja, und. Genau, so würde ich es jetzt machen. Dann würde ich ihn jetzt, glaube ich, auch noch angreifen, damit ich in die nächste Runde Feuerballen kann. Ja, dann mach das. Das denke ich mal. Weil er kann uns jetzt natürlich auch killen, was er wahrscheinlich nicht. Ah. Hä? Achso, ja, wenn er einen Diener ausspielt. Okay, verstehe. Oh. Das können wir, das gleiche Spielchen können wir aber auch machen, ne? Wobei wir dann aber nicht gezielt unbedingt auf den Wolf gehen können. Aber Versuch ist es wert. Dann hätten wir auch schon mal zwei Minions extra draußen. Messer-Jungler und den. Ja, einen werde ich von den beiden ja eh kennen, es sei denn, er geht auf den Helden. Das wäre ziemlich dumm. Egal, ich mach's auf jeden Fall. Ja. Du könntest jetzt aber auch einfach. Oh, naja. Naja, dann ja, radieren dann den scheiß Wolf weg. Pech kann man. Genau. Wenn er uns jetzt gleich unseren Dings hier noch lässt. Oh, wie schön. Jetzt können wir gleich die Runde unseren Mondkrabbler, ne, Moorkrabbler jetzt ausspielen und dann. Dann kommt er erstmal nicht durch. Wobei. Ich überlege auch. Obwohl. Welche Möglichkeiten haben wir sonst noch? Könnten allerdings natürlich auch unseren Akolyten der Schmerzen. Nee. Ich würde sagen, wir lassen ihn erstmal dagegen rennen. Er hatte eh nur 5 Leben. Dann können wir die nächste Runde mit einem 2-3er killen oder so. Schauen wir einfach mal. Ich würde schauen wir einfach mal. Schauen wir mal. Wollen wir uns. Willst du noch vielleicht den anderen Typen, den Messer-Jungler, erstmal killen? Mit? Naja, mit deinem 2-3er. Weil der andere, der kann wenigstens immer noch dann Damage austeilen, wenn er jetzt Diener rausholt. Wir wollen ihm ja nicht zu viele Chancen noch offen lassen. Ja. Immer eine Input. Mischung. Genau, eine Mischung zwischen Input und Control. Siehst du? Genau. Das ist nicht gut, aber das ist nicht schlimm. Denn er hat jetzt nur noch ein Leben. Und wir radieren jetzt einfach mal seinen. Wir radieren den jetzt. Genau, einfach mal radieren und dann haben wir noch den. Wobei, wir könnten genau das ausspielen, um ihm erstmal vielleicht schon mal Schiss zu machen. Gesagt, getan. Ein wenig einschüchtern. Er hat anscheinend keinen Schiss, ne? Erbarmungslos holt er hier einfach mal einen der besten Minions überhaupt raus. Naja, ich würde sagen. Den also den, der, den schieben wir definitiv, ja. Na? Genau, machen wir noch einen Akolyten. Wobei, na, wir, genau, wir machen den vielleicht. Akolyten, ne? Ja. Ja. Ja, doch, doch, natürlich, ja. Machen wir mal. Genau. Wenn wir jetzt dagegen rennen sollten, dann kriegen wir sogar vielleicht noch Card Drawing. Ja, auch total toll. Mal sehen, was jetzt kommt. Ah, ich hab's auch befürchtet, ja. Na. Okay. Ja, wow, das kann nicht wahr sein. Ach so, er hat ja dann immer noch 2 Leben. Okay, da habe ich. Aber ich habe ja, hier 7 Mana. Ne? Kann ja jederzeit hier eskalieren. Oh, das ist auch verdammt gut mit der 7. Also würde ich auch so. Erstmal den Schlickspucker sonst rausholen. Dann würdest du dir jetzt aber auch schon mal deinen Spucker kaputt machen, ne? Die würden ja dagegen rennen. Die sind sowieso Primärziel also für den Flammenstoß. Ich würde es machen, ja. Ich würde auch nicht zu viel Damage jetzt fressen. Das ist. Wer weiß, was er sonst noch als Push-Möglichkeit hat. Siehst du, das ist viel besser. Safe is safe. So sieht's aus. Geht hinter mir in Deckung. Dass er die Karte auch im Ranked bekommen hat, das ist schon ziemlich krass. Melde mich zum Dienst. Weil die ist echt extrem stark. Schon Glück haben, die zu bekommen. Ja, ich würde jetzt den 2-1er auf jeden Fall Feuerballen. Mhm. Hätten wir noch 7. Dann könnten wir den Stickspucker und noch den Schneefresser rausholen. Was soll ich nur tun? Ja.
Ja, ist doch okay, oder? Oder willst du erst ja, den oder anderen? Wir hauen den Vierer raus. Unten. Woher? Das können wir auch machen, ja? Dann komm, dann mach doch die beiden in der Parade, genau. Bei nächster Runde kann ich ihn ja eh Feuerballen dann wieder, wenn er meinen. Richtig, ich mach das. Die Frage ist nur. Ja, gut, wir haben. Machen wir das einfach mal. Ja. Und wieder drei Minions raus. Direkt den Eber, der gegen seinen Rekruten laufen kann. Mal gucken, was er macht. Wow. Kriegt er wieder ein Yeti hier. Wunderbar. So wie es sein soll. Erstmal. Aha. Okay. Melde mich zum Dienst. Drei Karten. Ah, das ist noch viel. Oh, wir haben den Schneefresser und wir könnten dann den Sprengmeister rausholen. Ja. Und hätten dann auch noch genug, um dann Feuerball rauszuhauen. Der Schaden wird zufällig auf Feinde verteilt. Das ist cool. Was soll ich nur tun? Also ich würde es auf jeden Fall machen. Schneefresser raus, den Goblin, Sprengmeister oder Magier. Dann hätten wir noch in der Differenz 4. Ja, und könnten noch einen Akolyten rausholen. Ja. Machen wir das mal. Ja, es muss nur einer mal kurz hier den Tank da treffen. Bringt es denn jetzt was, wenn wir erst einen Feuerballen? Ich glaube schon. Ja. Macht. Nein! Ist völlig egal. Naja, und jetzt noch den Yeti da. Super. Hübsch. Na gut, okay. Naja, und jetzt im Endeffekt haben wir. Gut, den Drachen. Könnte man mit dem. Jetzt kommt ein 4. Was kommt das? Boah, das ist. Na gut, dann ist es halt so. Was kommt jetzt? Wow, hier ist meine Karte ziehen, wenn der angreift. Mhm. Greift er? Nein, das macht er nicht, oder? Ja, doch. Ja, Paladin ist halt wirklich nicht ohne Grund eines der beliebtesten Arena-Klassen. Dreier. Was müssen wir ja machen? Aber bisher spielt er auch noch nicht so krass, also es verläuft sich alles noch im Standard. Ja, Schlickspucker. Die würde ich vielleicht auch mit ausspielen. Wir könnten auch Akolyt rausholen und dann nochmal einen Ball auf den feuern, aber wir holen die raus und feuern ihn seinen scheiß Rekruten da kaputt. Bei? Das würde ich sogar noch machen. Wir hauen ihm seinen 6-4er an. Dann hat er nämlich noch 3 Leben. Ja, okay. Dann kannst du. Ich weiß gar nicht. Ja, willst du den. So. Willst du den Tank auch noch anditschen oder? Den Tank? Na, guck mal, er haut jetzt erstmal sein Dingens weg. Der ist jetzt schon mal weg. Guck mal. Und er kann einen Schaden machen. Ja, den würde jetzt auf die 3 einer machen. Scheiße, ja, das ist blöd. Jo. Ich glaube, er wird uns den. Macht doch den Schneefresser kaputt? Dann müsste jetzt eigentlich auf den 3 einer gehen. Wenn er schlau ist. Das ist nicht schlau. Jetzt komme ich wieder durch. Ja, Feuerball. Checken. Haben wir jetzt noch ein. Ja, wir hätten noch ein. Wir hatten sogar noch 2 Mechs draußen. Aber wir. Mechanischer Yeti. Und er würde uns. Wir brauchen gute Diener draußen. Ich muss den waschen. Nächste Runde kann er eh noch nicht mit seiner Waffe angreifen. Das ist richtig. Ich würde dann vielleicht Akolyten ausspielen, ne? Hier. Beide? Also auf jeden Fall mindestens einen, ne? Schon mal. Und den Spring. Er wird den mit der Waffe kaputt machen, ne? Ja, kann er ja aber nicht. Er ist ja eingefroren. Ja, nächste Runde. Ja, dann mach, dann komm, dann hau ihn raus. Na los.
Nein. Du machst mich fertig. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt einen Mech kriegen. Und wir haben auch noch, Remover. Wenn er nett ist, dann wird er uns jetzt noch ein... Guck mal. Mensch. Ja, guck mal, Mensch, ganz super. Melde mich zum Dienst. Ja, ne? Das sieht fantastisch aus. Richtig gut. Also, erstmal Car-Drawing, ne? Betreiben. Boah. Erstmal Car-Drawing. Test dir an. Ja. Wir brauchen noch einen. Den 2-1er, ne? Ja. Ja, doch, ja. Weil er einfach zu viel Schaden macht. Da ist er. Okay. Sehr schön. Ich freue mich. Okay, aber dann lass uns noch wenigstens eine Karte ziehen. Mach ihm noch wenigstens noch sein. Genau, mach den einer kaputt. Sehr nice. Ey, oh, nice. Oh, wir können auch gleich noch abtanken. Sehr geil. Ja. Oh, das passt perfekt, ey. Mensch, glatt gewendet. Okay, dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir gleich noch einen Mech bekommen. Irgendwann muss er ja kommen. Dann können wir ihm auch direkt den 6er hinkommen. Ja, er denkt sich so, er hätte mal Feuer, ne? Er hätte Feuer angreifen sollen, dachte er sich gerade. Aber jetzt hat er wieder 3 Damage verloren. Okay, geschmolzener Riese. Vergiss nicht, ne? Erstmal vielleicht. Würde ich auch an deiner Stelle machen. Ja. Einer auf jeden Fall auf sein Gottesschild. Oder? Ja, ja, mach mal erstmal. So. Ja, ein Remover, top. Und ein Frierer. Okay. Also auf jeden Fall würde ich den geschmolzenen Riesen jetzt schon mal raushauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn den können wir jetzt auf jeden Fall noch gebrauchen. Jetzt überlegen wir, ob wir jetzt, willst du ihn dagegen ditchen lassen? Komm, frier auf jeden Fall den 5-6er ein. Ja, das sowieso. So, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Dann würde ich jetzt sagen, vielleicht nochmal gegen den Feuerblitz gegen unseren eigenen Akolyten, damit wir nochmal eine Karte ziehen können und dann greifst du ihn nochmal an. Achso, fuck, ich hab jetzt top gegangen. Nach oben angreifen, nochmal. Nein, ich meinte, das ist sein Diener, damit wir. Ist egal. Seine Karte. Wow! Ah, guck mal, den 3-3er kriegt er jetzt eh nicht down. Und wenn er jetzt nicht aufpasst, ist er nicht so gut. Vielleicht war das auch genau so gut, ne? Vielleicht war das genau gut so. 8, 16, 17 Damage. 4, 8, 16, 17 Damage, ja. Das ist Leben Aladino auf 1. Na, ist, egal, sein 5-1 ist dann auch weg. Das wäre natürlich jetzt nett, wenn wir jetzt endlich mal ein Dings bekommen würden. Mech, ja, ich kill jetzt erstmal seinen 5-1er. Gucken, was wir bekommen. Ah, da ist endlich der Mech. Sehr schön. Finally! Okay, spielen wir den also, Mech aus. Mech aus, genau. Wir können ja mal Sprengmeister. Gucken. 4 Schaden macht er. Genau, los. Können wir uns 3 Schaden erlauben? Ja. Ach nee, geht ja, aber auf Face. Ja, ja, mach einfach. Hau raus. Wir haben halt zur Not auch noch unseren Feuerball. Unseren Feuerblitz meine ich. Feuerschlag, so, jetzt haben wir's. Los, raus damit. Jetzt, los! Ich kill vorher seinen Einer. Nein, mach es nicht! Damit die Chance höher ist. Damit mehr auf den 4-6er geht. Nein, wir bräuchten den Feuerblitz noch für sein 4-6er. Bitte, bitte, tu mir den Gefallen, mach das erstmal mit dem hier. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's nicht. Ja, 4, Face, 5. Oder? Dann jetzt auf Face, ja, oder? Oder, ja. Was auch immer. Wir müssen handeln. Handeln. Ich hoffe jetzt auch langsam mal, dass wir einen. Wir haben keine Tanks mehr, aber wir haben noch 2 Remover. Wir haben die Flammenkanone und den Feuerfrostblitz. Wir müssen langsam ihn killen, weil. Eure Magie wird euch nicht retten. Okay. Legen wir down, den 3-1er. Ah, den führt jetzt einen, ne? Vielleicht kriegen wir jetzt. Melde mich zum Dienst. Remover, hoffentlich. Bitte. Das wäre nice. Oh, Frostblitz. Hat der Golem. Ich würde sagen,
den Golem. Komm, wir hauen alles raus jetzt. Fünfer und Fünfer. Wir hauen jetzt beide Fünfer raus. Na, ich würd ihm noch. Er zieht eine Karte nächste Runde. Okay. Knappe, mir zur Seite. Bereit, mein Herr. Na, das reicht ja nicht. Guck mal, ey, er muss. Okay, ja, komm, jetzt ist gemacht. Er hat nur noch eine Karte jetzt. Es ist so unwahrscheinlich, dass er jetzt irgendwas kriegt, was er jetzt machen kann. Das ist richtig. Ich bin gespannt. Ja, das ist klar. Wow. Super. Wong gegen Wong. 8 gegen 5 Karten noch. Wir haben zwar jetzt volle Karten. Da. Oh, sehr schön. Sehr schön, okay. Feuerblitz auf seinen Rekruten. Du weißt Bescheid. Das weiß Bescheid. Und dann kriegen wir den Antegolem auch noch raus. Ja. Ist ja Titte. Ist sehr Titte. Na, und so schnell wendet sich das Blatt. Und auch nur, weil wir uns. Ja. Diesen Scheiß. Oh. Scheiß, egal. Wow. Ja! Yeah. Nice! 5-0. So läuft das! Ja? So läuft das. Hervorragend. Ja, Glückwunsch, Lars. Du bist in der fünften Runde. Ja? So läuft das. Gut, wir sehen uns in der nächsten Runde. Danke nochmal für dieses Event, Lars. Danke fürs Zuschauen, abonnieren, favorisieren, liken. Kritisieren, beschimpfen, was auch immer, worauf ihr Bock habt, ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.